gleich mal anglotzen. Tieren. Okay. So. Wo wollten wir hin? Ich habe keine Ahnung. Hier lag noch ein Hauptmann, das habe ich gesehen. Kranke Erinnerung. Ja, können wir den Hauptmann... Ja, ich weiß nicht. Wir sollten erstmal die Erinnerungen suchen, weil ich weiß nicht, wie hoch die schon sind von den Stufen her. Irgendwie fad. Ja, schön auf. So, den auch mit. Finger weg. Ja, kommen wir jetzt auch noch öfter. So, ich geh mal kurz weg. Krach. Guck mal. Ja, steht der sehr gut. So, jetzt drücken wir uns mal von hier. Sind mir eindeutig ein paar zu viele Orts. Da hinten ist irgendwo. Ich rieche dich, du Leider! Nein! Ich töte dich gleich da, wo du stehst. Den können wir noch nicht mal einsammeln. Den können wir nicht mal einsammeln. Der ist uns ein bisschen zu hoch. Schade. Überall hier da. Oh. Ist er vorbeigelaufen. Oh. So, schön rücken. So, dann wollen wir mal mit dem Viech mal die Erinnerung mal einsammeln. Was ist denn? Runter, wie soll man da drunter? Ach, ist doch diese tolle Mine. Nein. Mensch. Deinen Karagor werde ich häuten und ihm deinen Kopf aufsetzen. Meinst du? Schnauze. Will er denn jetzt wieder? Ach, immer dieses Gehabe. Okay, dann müssen wir irgendwie anders mal zurande kommen. Hier ist wieder eine Kampfprobe. So. Hallo! Ciao! So, hab Spaß, mein Kleiner. So, da unten ist noch Geld. In Form von Essensmarken. Ein Traum. Dich können wir eigentlich auch gleich mal einsammeln. So, da sind wir auch keine Probleme. Die sammeln wir ein. Am Arsch und Trevor Karagor. Ich brauche von dir ein paar Informationen über den hier. Für Schleichen Bestienfutter? Aha. Fernkampf in Richtung Explosion. Bestienfutter, ja, das haben wir echt toll gemerkt. Also, dafür, dass der angeblich Bestienfutter sein soll. Alter, das ist nur 34er. Ah, toll. Sieht er uns wieder. Hallo? Wir müssen noch tiefer runter.
Hoppala. Da. So, siehst du, ne? Ach. So, ich wollte mich nur mal vorstellen. Mein Name ist Talion. Und Kelebrill. Hallo? Nimm deine komischen Griffel weg. Obwohl, du bist ja ein bisschen besser geeignet. So. Na komm. Auch noch gerne. So, auch den nehmen wir gerne mit. Also, ich weiß nicht, was der für Probleme hat, hier rüber zu stiefeln. Also, aber gut. Da müssen wir runter. Da unten ist die Erinnerung. Alter. Ganz schön weit weg. So, Alter. Jetzt sind wir hier. In Macht, ja sogar in Gewalt, liegt Schönheit. Mhm. Doch es liegt keine Schönheit in Tyrannei, der Herrschaft des Einzelnen. Deshalb muss er aufgehalten werden. Ich sah einen Kampf in einem Turm. Ich sah, wie der dunkle Herrscher besiegt wurde und ein heller Herrscher seinen Platz einnahm. Doch die Welt änderte sich nicht. Ich wiederhole, sie änderte sich nicht. Tja, wie dumm. Und der helle Herrscher ist Celebrimbor. Aber wie gehört das tolle Puzzle jetzt zusammen? Die sollte sich hin und wieder mal waschen. Sie wandte sich von Sauron ab, so wie ich. Und doch erkennt sie es nicht. Sie fürchtet dich. Sie hat Angst davor, was aus Mittelerde wird, wenn wir ihn besiegen. Mhm. So, hier ist nichts. Hier ist einfach nur Dunkelheit. Alter, hier plattert die Lava runter. Wo wir gerade bei runterplattern sind. Ich bräuchte mal, gut, hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich bräuchte tatsächlich mal ein paar Pfeile. Fällt mir gerade mal so auf. Was ist denn da schon wieder los? Ja, los, hoch, hoch! Jetzt kommt da ein Felsvorsprung. Oh, da liegen noch mal Essensmarken. Aber wahrscheinlich ohne Fische. Was die alles erschnüffeln. Okay, da liegt noch was. Das ist ein Artefakt. Hallo, 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 hallo. Ist das mal so schwierig? Ich fürchte die Orks nicht. Doch im Dunkel der Nacht gestehe ich. Ich fürchte ihre Trommeln. Einen Ork kann man besiegen. Er kann an Mauern scheitern oder ausmanövriert werden. Doch dem tiefen Donnern der Trommeln kann keine List der Menschen Einhalt gebieten. Diese Trommeln sind der Herzschlag ihrer Fabriken. Und jeder Schlag verkündet ihr gnadenloses Vordringen. Diese hier raubten wir ihnen bei einem Überfall. Und ich schloss sie in der großen Halle ein, damit kein Ork je mehr darauf spielt. Ja, sehr schön, aber wir sind hier in einer Fabrik und ich höre hier keine einzige Trommel. Sind unter den Orks auch Musiker? Wohl kaum. Ja. Uruks sind für den Krieg gemacht, nicht für die Kunst. Es sei denn, es sind Barden. So, was ist, was leuchtet denn da immer? So rot. Ich habe keine Ahnung. Ist der alles erschnüffelt? Da oben, da. Oh, toll. Ah, guck mal an. Da. Hallo. Wie schön. Hast du übrigens einen schönen Handabdruck im Gesicht. So, jetzt müssen wir hier hoch. Bisher nichts. Hm.
Leiche riechen. Ich kenne deinen. Das war eben der Hauptmann. Ich hab's nicht gesehen. Okay, was ist denn das? Ach, das ist der Hinweis. Okay. Ich lass mich mal wieder fallen. Muss dich nicht verstecken, Waldläufer. Doch. Das ist mir gerade um einiges lieber. Okay, sie sehen mich nicht. Das ist schon mal sehr schön. Ich kann dich riechen. Ich kann euch alle nicht riechen. So, hoch und weg. Nu, lauf doch. So, hier liegen noch jede Menge Essensmarken rum. Da ist er, in den Büschen. Na toll, jetzt kommt er wieder hierher geschissen. So, nochmal eben 100 Essensmarken für den Fastfood-Automaten. So, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch gar nicht hier sein sollte. Meine Stufe ist 26. Ich meine, ich habe keine Angst vor dem, nur es geht nur darum, dass wir noch keine so hohe Stufe haben und den entsprechend noch nicht rekrutieren können. Und deshalb möchte ich das noch nicht machen. Aus dem Grund sollten wir vielleicht tatsächlich hier zu Kanans Fluch mal reisen. Das heißt, mal wieder eine Quest machen. Ist ja auch ganz lustig, ne? Der Balrog erhebt sich. Und wir müssen ihn in die Tiefen zurückschicken. Ja, der Balrog eines leichten Mädchens. So, schauen wir mal hier. Ne, da wollen wir nicht lang. Dann machen wir hier so. Ja, ich weiß, da ist ein Krauk drin und alles, aber... Ich habe noch nie etwas über diese Balrogs gehört. Auf dich zu bewegen! Na, kann ich nicht garantieren. Den können wir gleich einnehmen da, den da. Den. So, Finger weg. Ach Mann. Darauf habe ich gewartet. Welch ein Genuss. Ich möchte ihm am liebsten die Fresse polieren, ehrlich, wirklich wahr. Der unterbricht mich dauernd hier so jäh. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Eurok, der Zweigesichtige. Oh. Naja, Naja. Gut, Furcht vor Karagor und Fernkampf in Richtung Explosion. Ich frage mich, seit wann wir alle Informationen immer von den Würmern über die Hauptmänner kriegen, aber ich meine, mir kann es recht sein. Was, das noch ein Gebrochener? Ja. Gehört mir! Die Bestien arbeiten für mich, Waldläufer. Nicht für dich. Der nächste, bitte. Marku. Beschusssicher. Jetzt sind so tödlich Wunden. Bestien mal. Bestien gebrüllt. Geschosshagel, Armbrust. Rudel und Bestien schlechter. Okay, dann bin ich doch kurz weg. Kann man hier hoch? Ja, hier kann man hoch. Lebe dein Leben. Kanans Fluch. Targoroth erhebt sich aus seiner Grube in Gorgoroth. Er darf die Oberfläche nicht erreichen.
Belohnung 11.688 Erfahrungspunkte und 960 Essensmarken. Die nehmen wir natürlich mit. Und ich habe in der letzten oder vorletzten Folge fälschlicherweise behauptet, dass es ein Drache ist. Es ist natürlich kein Drache. Drache haben nicht solche Füße und auch nicht solche Beine. Oh, jetzt. Steige den Schatten! Erhebe dich und schließ dich uns an! Erhebe dich in die Armee des Schattens! Komm zu uns! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Was erwecken sie? Sie beschwören den Tod. Den Tod für uns alle. Na, ist ja ein Träumchen. Von wegen, wir haben den erweckt. Besiege Akolyten. Und den Akolyten-Hauptmann, den können wir sogar... Den können wir sogar einnehmen. Schneller voran. Von diesem Singsang kriege ich Schädelbrummen. Was für ein Singsang? Schamanen, eine Balrog-Robe. Das kann nur gut sein. Schleicht hier jemand herum? Nein, nein. Keiner wird mich verbrennen. Oh, der holt mich runter. Alter. Dummkopf. Ich ehre ihn zu treffen, den berühmtesten Toten Mordors. Du hast die Welt mit deinem Ringtrick ganz schön aufgemischt. Hm? Daraufhin war es ein leichtes, Targoroth hervorzulocken. Jetzt steigt er auch schon empor und kommt dich holen. Sorg. Also gelegentlich wünschte ich mir ja, dass die etwas schneller sprechen würden. Entflammbar, kränklich, Furcht vor Feuer. Guck einer an, benommen durch Schleichen, Fernkampf in Richtung Raum. Hallo, hallo, hallo. Gut, dann machen wir mal. Bam. Entschuldige, Karagor. So. Bist du noch nicht? Sei nicht traurig. Das ist nicht das Ende. Ich werde alle toten Mordors auferwecken. Ja, schön, dass du so lange quatscht. All die Leben, ich stehe in Flammen. Magst. Und wenn sie erwachen, wen glaubst du, werden sie aufsuchen? Oh ja. Wir sehen uns wieder. Von der Dunkelheit verschlungen. Mist. Tja, doof. Ich würde noch gerne noch ein paar Akolyten mehr noch
besiegen. Irgendwie ist uns das gar nicht gelungen diesmal. Aber da waren noch irgendwo nur 6. Oder sind das die, die hier noch leuchten? Das kann natürlich sein. Das will ich gerade mal gar nicht mal so ausschließen. Ah ja. Gut. Tach. So, und natürlich brenne ich. Natürlich, natürlich. Alter. Okay, die sollte ich vielleicht irgendwie anders einnehmen. Wäre gar nicht mal so die dümmste Idee. Wo ist der nächste? Der war da irgendwo. Ich habe da doch gerade noch irgendwo einen Brubbel sehen. Da oben? Ich schmiede lieber Waffen für den Krieg. Wo? Talion! Ciao. So. Das wäre der 8 von 10. Wo haben wir denn die restlichen? Da müsste noch einer drauf sein. Ja, und da auch. Gut. Also alle auf den Türmen. Drauf rumgammeln. Alter, wie viele Pfeile es hier wirklich gibt. Tja, da hast du deine Aufgabe wohl tierisch verfehlt. Ciao. Spring in die Grube? Warum? Warum? Achso, dahin. Niemand zähmt einen Balrog. Halten wir uns erstmal etwas bedeckt. Wenn das möglich ist. Dieser Feind ist zu stark, Celebrimbor. Nicht, wenn der Geist von Karnen mit uns ist. Oh, das wäre zu wünschen. Oh ja. Erweckt von Todesring, singende Flammen von euch erweckt. Von euch erweckt. Können wir denn gegen den? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen seinen Rücken treffen. Ja. Womit denn? Damit. Zurück in deinen Schlummer. Wir begraben dich. Du bist in meinem Reich. So, der hat seinen Rücken treffen. Geht grad nicht. So vielleicht? Ja, so geht's. Mist. So. Okay.
Alter. Wie soll ich denn... Keine Ahnung. Ja, können wir gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, was wir machen mit der Maus. Außer den Rechtsklick. Das soll er nicht. Kriegt einen auf die Mütze. Er hat aber auch ganz schön viel. Gesundheit. Halleluja. Alter, immer wenn ich ausweiche, weicht er nicht aus. Ich habe keine Ahnung warum. Schieß mit Augen nach Augen. Es ist enthüllt! Möge dein Feuer ihn in seiner Mitte treffen! Ja, ja, ich versuch's ja gerade. Mach!
Sie ist wahrlich eine Naturgewalt. Der Geist von Karnen hat die Zerstörung und Wiedergeburt von Mittelerde viele Male erlebt. Sie war schon lange vor uns hier und sie wird noch lange nach unserem Untergang fortbestehen.